Die Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls. Mit Sabine Langenbach. Schön, dass du den Montagsimpuls eingeschaltet hast. Ich war mal wieder unterwegs. Im Auftrag des Herrn sozusagen habe ich Vorträge gehalten. Es ging diesmal nach Ostwestfalen-Lippe. Mittwoch bin ich losgefahren und mein Ziel war Porta Westfalica Feldheim, sehr bekannt aus den Verkehrsnachrichten. Und weil ich so gut in der Zeit war, weil die Straßen frei waren, hatte ich noch ein bisschen Zeitraum, mir das Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Porta Westfalica anzuschauen. Ich bin die Sträßchen da hochgekurvt und es ist ja wirklich eine Riesenerhebung mitten im platten Land. Und als ich dann die 400 Meter vom Parkplatz hochgelaufen bin und dann rund um das Denkmal gegangen bin, da hat es mir fast die Sprache verschlagen, weil das war ein so wunderschöner Ausblick. Ich dachte, wow, ist das nicht cool? Hat Gott das nicht wunderbar gemacht? Und es war so super Wetter, eine Fernsicht. Es war einfach nur toll. Ich habe mit dem Handy hier ein Foto gemacht, da ein Foto gemacht und das Denkmal fotografiert und dann auf die Uhr geguckt, zack, ach, du musst jetzt los. Dein Vortrag fängt ja in einer Stunde an. Also wieder los. Und ich erzähle in meinen Vorträgen auch immer wieder gerne, dass es wichtig ist, dass wir so Gott sei Dank Momente auskosten, dass wir uns daran auch wirklich freuen. Und als am Donnerstag, als ich vor einigen Männern meinen Vortrag gehalten habe, ihnen das gesagt habe, dass die Psychologen das Savoring nennen, also dieses Auskosten des Moments, und ich erzählte zum Beispiel von diesem wunderbaren Moment oben da in Porta Westfalica an dem Denkmal, da merkte ich auch, hey Sabine, da musst du noch ganz schön viel dran arbeiten, denn ich habe diesen Moment zwar genossen, aber nicht ausgekostet. Ich habe sofort wieder das Nächste vor Augen gehabt. Ich weiß auch noch nicht, wie ich noch bewusster diesen Gott sei Dank Moment auch erleben kann und dass ich nicht sofort wieder zum Nächsten hechle. Aber ich weiß, daran kann ich arbeiten. Und vielleicht fallen mir auch so kleine Eselsbrücken ein, dass ich wirklich in dem Moment verharre, dass ich mich freue und nicht nur schnell Fotos mache, sondern wirklich da bin und genieße. Nicht nur so ein wunderschöner Ausblick wie in Porta Westfalica, sondern auch die Momente mit Freunden zusammen oder wenn mich jemand anlächelt oder ich einfach mal einen Moment Zeit habe, nur für mich. Gott sei Dank Momente wirklich genießen. Das nehme ich mir vor. Ich wünsche dir eine gute Woche mit vielen Gründen zum Gott sei Dank sagen. Bis nächsten Montag. Die Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls. Mit Sabine Langenbach.